Oh ja, liebe Leute, willkommen zum nächsten Part von Let's Play Banjo-Kazooie. Kurz, nein, nicht fliegen, ich weiß schon, ich weiß hier abgeht, Mann, Mann. So, was haben wir überhaupt gemacht? Ist jetzt wieder ein Tag her? Wir brauchen zwei Puzzleteile. Keine Ahnung, woher die herkommen sollten. Wo sollten die denn herkommen? Nein, ich wollte... Oh, what the... Der hat mich gerade nur verwechselt. Spiel. Das ist, sieht man, wie gut es ist, wenn man eine Pause macht. Ja, wir haben ja eigentlich doch alles gemacht, bis auf... Also wir haben alle Noten eingesammelt und dann fehlen nur noch ein paar Dinger. Da können wir eigentlich raus aus der Welt. Wenigstens absaven. Überleben wir. Dann warte ich auf eure Kommentare einfach. Irgendwann sehe ich's. Dann holen wir wieder mal nach. So wie immer halt. Dann werden wir da so schon irgendwie krieg. Warte, vorbei. Ich habe ja nicht genau geguckt. Da geht's ja zurück, das weiß ich. Dann gab's diese Dinger. Ich guck mal halt nach, Mann. Gegen den haben wir auch schon gekämpft. Dann müssen wir es nochmal machen. Keine Ahnung, wir machen es vielleicht nochmal. Jetzt erstmal da noch einsammeln. Aber wir können es ja mal probieren mit nochmal. Hey Kumpel, wer ist mit einem Wettrollen? Machen wir es einfach. Also ich weiß, ich flitze zwischen den Dingern. Oh. Ja, ich kann ja nichts dafür, dass ich die Dinger noch nicht hab. Sei nicht so, wir fahren noch ein Rennen. Nein! Hier, B. Okay, wir brauchen diese Dinger. Ich glaube, ich hole mir vielleicht... Ich versuch's nochmal mit den Dingern. Vielleicht schaffe ich es ja, den Typen, das Krokodilchen da zu überreden. Mal sehen. Das sind 100 Noten, ich weiß. Ey, ey, ey. Halt deine Schnauze. Warte, wie geht's denn jetzt so... Oh, nee, jetzt darf ich wieder nachdenken, wie es da jeweils zurückgeht. Oh. Was haben wir denn hier? Was gab's da oben? Noten. Ich kann's mir auf... Alter! Ich kann kein Bastard, Mann. Ihr bietet mir die Stirn. Euch fehlt das, dazu das Hirn, ja. Ich sollte trotzdem das Ding aufmachen. Oh Gott! Das war knapp. Ja, da geht's zurück. Mal gucken, wo wir hinkommen, wo wir nun entlang gehen. Ich habe ja gar keine Ahnung, das ist das Problem. Hier wollte ich auch was machen. Schön, hier gibt's ja diese 0%. Okay. Nice. Oh, können ja. Tschüss mal. Warte, wo geht's denn jetzt wo entlang? Wo ging's jetzt? Wo entlang? Oh. Keinerlei Ahnung. Mal sehen, wo ist er hier entlang? Hier waren wir dann hier.
Hier gibt's. Das ist ich hier. Das ist ich hier. Dann müssen wir. Müssen wir über Sand laufen können. Dann geht's zurück hier. Das ist auch ein guter. Achso, das war ja nur zum das Ding zu holen, genau. Mal sehen, wo wir noch entlang kommen. Mal sehen. Geht's da hoch? Und dann kommen wir dann hier. Oh. Oh, da geht's rein. Wie hohe CPU. Hast du das gerade echt gesehen? Hohe CPU. Okay, ich weiß, woher die hohe CPU-Auslastung kommt. Die kommt daher, weil meine Grafikkarte nichts übernimmt. Oder kaum was, weil die Grafikkarte zum Kotzen ist. Aber mal sehen. Jetzt sind wir nicht hier. Ach, hier war ja. Was mit der Lava? Ich will mich trotzdem jetzt ein bisschen umgucken. Hier haben wir eine Welt, Mann. Das ist recht gut, das Ende. Nicht gleich sofort das Ende, aber es geht hier schon mal recht gut ins Finale rein. Oh, meine Fresse. Locker. Irgendwie will ich doch lieber nur mit Banjo rumlaufen. Und sterbe! Vielleicht sollte ich doch lieber woanders hingehen. Ja, lach doch noch mehr rum. Da sind wir auf jeden Fall falsch. Okay. Entschuldigt mich, dass ich jetzt ein paar Minuten brauche, um nur überhaupt annähernd eine Art von Ordnung zu besitzen. Aber das ist halt normal so mit mir. Kommt mir ja durch. Wenn nicht das. So kommt man durch, ne? So kommen wir dann auch in die Welt rein. In der Theorie. Aber da kommen wir ja nicht rein, weil wir das nicht mehr haben. Zittert ja wie Espenlaub. Macht euch besser aus dem Staub. Ja gut, du alte Hexe. Wir machen es aus dem Staub von hier. Aber wir kommen wieder zurück. Das glaubst du nicht. Ich hab keinen Plan. Da gibt's viel zu viel für mich. Merkt man vielleicht daran, dass ich überall rumlaufe und mir denke, wow, ist das alles neu. Was haben wir da? Das war ja der Durchgang. Da geht's ja auch irgendwo an. Oh. Ah, musst du uns erzählen? Der Lieblingssport meiner Schwester ist Kesselheben. Obwohl sie so dumpf ist, hat sie den Abschluss in der Hexenuni gemacht. Tja, passiert, ne? Grund, dass Barotte ist, auf eine Party ist, Geiseln zu nehmen. Okay. Vielleicht können wir uns einiges davon merken. Mal sehen. Warte, gab's da noch was? Nee, eigentlich nicht, ne? Utsch. Ach, hier wird mal überall angefressen. Super. Wieso gehe ich denn hier durch? Oh, Schmerzen. Alter, solche harten Schmerzen gibt's doch nicht immer. Ich gehe noch Game Over, wenn ich das so weitermache. Hier nicht. Will ich doch lieber nicht. Okay.
Danke, ihr Zottel hat eine Freundin. Ihr seid Trottel. Das wird diesmal aber kein guter sein. Damit kommen wir bis dahin, ne? Ah, hätte man nur ein bisschen nachgedacht. Ist doch alles. Alter! Are you serious? Was ist denn das? Oh Mann, ey. Das gibt's ja nicht. Okay. Müssen wir da als Krokodil hin oder so? Wir müssen das Krokodil geben. Danke! Kann man hier nicht irgendwie auch anders zurück? Na gut, dann nehmen wir halt das und hauen ab. Wir müssen ja eh nochmal in den Sumpfdings. So wie ich es ja gesagt habe. Jetzt versuchen wir noch unsere Krokodilform beizubehalten, dann versuchen wir... Oh Mann. Das heißt, wir haben in diesem Part nichts geschafft. Wunderbar. Dieses Gefühl von nichts schaffen. Einfach nur uncool. Was ist da? Ja? Ah, da war's. Na toll, ich hab doch Skype angehabt, wenn das nicht schlau kommt. Oh. Na toll, Simpson schreibe ich ja damit an. Schön, Simpson, bist jetzt verewigt. Selber schuld. Eigentlich bin ich schuld. Ich weiß. Aber ich meine ja nur. Ach man. Wieso habe ich denn einmal nicht darauf geachtet? Das achte ich immer drauf. Passiert halt, ne? Wow, nochmal. Ja, das haben wir gleich. Und hier durch, da durch. Vielleicht schaffen wir das ja bald. Oh, da hinten dran ist ja noch was. Ikan-Pukan. Yo. Ah. Gehen wir trotzdem mal hier so rein. Und holen uns die Verwandlung ab. So, mal gucken. Ob wir es diesmal schaffen können. Da hinten ist auch noch ein Ich-kann-Pukan. Ikan-Pukan. Ikan-Pukan. Ach, nice. Wenn man irgendwas versteht, was nicht gemeint ist. Das ist so schön. Eieiei. Was ist das Ding? Ja, das müssen wir doch jetzt irgendwie schaffen können. Bitte. Sag mir, dass jetzt mein Skill besser geworden ist. Bitte. Auf geht's, Mann. Du bist Mr. Wild. Okay. Warte
dann müssen wir diese Schuhe dort... Nee, das geht doch gar nicht. Ach, keine Ahnung. So, jetzt fängt er schon an, mich zu nerven. Und noch geht's ja. Wenn das jetzt so lange machen, bis ich es vielleicht irgendwann mal schaffe. Das muss doch zu schaffen sein. Oder etwa nicht, oh Mann, ich hab keinen Plan von dem, was ich hier mache. Wunderbar. Ja, du hast gewonnen, jetzt sehen wir eine Zahn zu. Füttere die roten Jammis mal die gelben Gumblies. Fertig. Los. Das war knapp. Das war wichtig, Mann, ey. Ich hoffe nun, dass ich es noch schaff. Okay, das haben wir auch geschafft. Bitte noch die letzte Runde. Paar Anfängerglück, jetzt gehen wir in die letzte Runde. Schnappe dir nur, was oben auf dem Bildschirm angezeigt wird. Hatte ich... Los. Mann! Es gibt kaum rote Wiederholungen. Na toll! Immer dann, wenn ich davor bin. Nein! Eine Reaktion, ey. Nein! Nein! Ey! Echt mal, das ist so scheiße mit dir! Hallo. Ja, dann können wir die letzte Runde noch mal machen. Das letzte Spiel noch einmal. Okay. Oh, dann muss ich ja nur hier bleiben. Holt einfach so ein Dings ab. Klar, zu spät. Er hat mich so voll verarscht. Nicht an.
glaube, das sieht gut aus. Oh, ja. Oh. Yes! Aber ich habe noch nie verloren. Du sollst deine Belohnung haben. Oh. Na. Ein ganz besonderes Spiel spielen? Na. Was? Nö. Nie im Leben. Bock hätte noch meine Lieben wegen dir zu verlieren, ey. Boah, ich sag doch mal, vielen Dank, dass ihr in diesem Part dabei wart bei Let's Play Banjo-Kazooie und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ciao.